Juhu, ich bin in der zweiten Runde. Aber was passiert eigentlich da? Die Frage von heute: Was passiert im zweiten Vorstellungsgespräch? Wenn du in die zweite Interviewrunde kommst, hast du uns schon mal von dir überzeugt. Ich gratuliere dir. Aber ruhe dich nicht auf deinen Lorbeeren aus, sondern pack die Chance und zeig nochmal das Beste von dir. Im zweiten Gespräch haben wir die Möglichkeit, dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, aber auch andere Leute können sich einen Eindruck von dir machen. Natürlich gilt das Gleiche für dich auch. Das kann auf verschiedene Arten ablaufen. Erstens, zum Beispiel, dass du das Team kennenlernst in einem informellen Gespräch, um zu schauen, ob du auch ins Team passt. Zweitens, dass du ein Treffen hast mit einem Peer von deinem möglichen zukünftigen Chef. Oder auch in einem Gespräch mit einem Vorvorgesetzten. Und die beiden geben dann auch noch eine zweite Meinung ab zu dir. Hey, wie hast du das gefunden? Viertens kann es auch sein, dass du in eine Testsituation reinkommst. Das kann eine Fallstudie sein oder ein Rollenspiel, um zu sehen, wie du in der Praxis dann auch würdest, mit so einer Situation umgehen. Zum Glück habe ich mich vor diesem Gespräch nochmal mit dem Combined Ratio auseinandergesetzt. Fünftens kann es durchaus auch einen Schnuppertag geben, wo sowohl du wie auch wir dann noch einen Eindruck haben, wie du schaffst und wie du in dieser Rolle dich verhaltest. Egal wie die zweite Runde wird ablaufen, du wirst sicherlich neue Leute kennenlernen und mehr über deine neue Stelle erfahren. Damit du dich gut kannst vorbereiten, frag am besten nach dem ersten Gespräch, wie die zweite Runde wird ablaufen und wer du wirst kennenlernen, falls der Recruiter nicht von sich aus dir die Information schon wird geben. Damit du überhaupt in die zweite Runde kannst kommen, musst du dich zuerst bewerben. Also schau dir doch mal unsere Stellen an.